Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist. Wusstest du, dass du mit den Fingern deiner Hand einen Hahn darstellen kannst? Das ist eine Idee von Brigitte Meier und Manfredo Zimmermann und funktioniert so. Mit Zeigefinger und Daumen deiner linken Hand erhältst du den Schnabel vom Hahn. Die restlichen drei Finger bilden den Hahnenkamm. Öffne und schließe den Schnabel ein paar Mal und rufe dabei Kikeriki! Kikeriki! Und nun in Blockflöten-Geheimsprache. Dittereti! Dittereti! Lege nun deine Blockflöte so in den Fingerschnabel, dass der Daumen auf dem Daumenloch liegt und der Zeigefinger auf dem ersten Griffloch. Im Griffbild sind das die beiden roten Kreise. Zack, hast du schon das Hahnenhaar gegriffen. Apropos Zack. Der Hahn auf dem Bild hat drei Zacken als Kamm, drei Schwanzfedern und drei Krallen an jedem Fuß. So könntest du dir merken, dass das Hahnenhaar auf der dritten Notenlinie liegt. Kontrolliere doch mal, ob der Hahnenkamm bei dir auch dann zu sehen ist, wenn du den Schnabel auf die Flöte legst. Probiere zum Schluss, ob du auch das Hahnenhaar spielen und gleichzeitig Kikeriki mit Stimme in die Flöte rufen kannst. Also, und mit Stimme in Geheimsprache. Und ohne Stimme. Mit diesem Hahnenruf könntest du jeden Tag begrüßen. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß.